Servus und herzlich willkommen zu diesem kleinen Weihnachtsspezial bzw. Jahresrückblick hier auf Oberpfalz Adventures. Wir möchten mit euch zusammen nochmal die schönsten Momente unserer Ausflüge und Reisen dieses Jahr Revue passieren lassen und wünschen euch jetzt viel Spaß beim Zuschauen. Los ging es für uns dieses Jahr Ende März mit einer Städtereise nach Prag. Hier sammelten wir unsere ersten Erfahrungen im Filmen. Eine wirklich tolle Stadt und wir werden davon definitiv noch ein oder zwei extra Videos machen. Im Mai erfüllten wir uns dann einen Traum und flogen nach Island, wo wir in 11 Tagen einmal die komplette Insel auf der Ringstraße umrundeten. Eine wirklich großartige Reise, die wir nie vergessen werden. Wir können es jedem nur empfehlen, einmal dorthin zu reisen, auch wenn es wirklich teuer ist. Die atemberaubende Landschaft ist absolut beeindruckend. Falls ihr die Videos noch nicht gesehen habt, findet ihr jetzt die komplette Playlist oben in der Infokarte. Nach Island ging es dann weiter mit zwei kleinen Wanderungen in der Oberpfalz. Zuerst auf den Ossinger bei Königstein und danach mit einer Runde um das schön im Tal der Schwarzen Laber gelegene Beratshausen. Zwei tolle Wanderungen, die wir auf jeden Fall empfehlen können. Wir machten auch noch einen Ausflug zum Tegernsee in den Bayerischen Alpen. Dort machten wir eine Wanderung auf dem Baumgartenschneid. Bei absolutem Traumwetter hatten wir einen tollen Ausblick auf die umliegenden Berge und auf den Tegernsee. Thank you.
Mitte August ging es dann für 4 Tage in die Sächsische Schweiz. Da wir zum ersten Mal hier waren, standen natürlich die großen Highlights auf dem Programm. Die Festung Königstein, die Basteibrücke, die Schrammsteine und das Brebischtor. Außerdem wanderten wir noch auf den Gorisch, den Papstein und den Kleinhennersdorfer Stein. Eine tolle Gegend mit beeindruckenden Felsformationen. Hier waren wir bestimmt nicht zum letzten Mal. Auf dem Rückweg sahen wir uns dann noch das Deutsch-Deutsche Museum in Mödlareuth an, das ebenfalls sehr empfehlenswert ist. Als nächstes ging es dann wieder zurück in die Oberpfalz, wo wir einen Ausflug in den Naturpark Steinwald machten. Von unserem Startpunkt in Pfaben machten wir uns auf zur großen Felsenwanderung. Eine tolle Runde, die ihren Namen alle Ehre macht. Immer wieder ging es vorbei an beeindruckenden Felsformationen und auch ein paar schöne Ausblicke waren dabei. Weiter ging es dann mit einer Wanderung in der Fränkischen Schweiz. Vom malerischen, im Tal der Wiesen gelegenen Muckendorf ging es vorbei an tollen Höhlen und schönen Ausblicken nach Streitberg, zur Burgruine der Streitburg. Von dort aus ging es weiter zu einem Wahrzeichen der Fränkischen Schweiz, der Burgruine Neideck. Eine beeindruckende Wanderung, die für uns eine der schönsten Touren des Jahres war. Thank you.
Anfang Oktober starteten wir dann zu unserem letzten Kurztrip des Jahres. Und zwar ging es für 3 Tage in den Bayerischen Wald nach Bodenmais. Die erste Wanderung führte uns zum kleinen Abersee, wo wir schon mal einen tollen Ausblick auf das Ziel des nächsten Tages hatten. Da ging es nämlich über die Rieslochfälle auf den großen und den kleinen Aber. Eine wirklich tolle Runde mit fantastischen Ausblicken und schönen Wasserfällen. Am letzten Tag ging es schließlich auf das sogenannte Matterhorn des Bayerwaldes, den Osser. Um genau zu sein, ging es auch hier auf den großen und den kleinen Osser. Eine weitere traumhafte Wanderung mit spektakulären Ausblicken und der perfekte Ausgang für unseren Kurztrip. Natürlich waren das nicht alle Wanderungen im Jahr 2023 von uns. Wir haben noch ein paar mehr gemacht und die Videos dazu werden in den kommenden Wochen online gehen. Zum Abschluss des Jahres waren wir dann noch auf der längsten Burg der Welt in Burghausen, zur Burgweihnacht. Davon gibt es allerdings nicht so viele Videos, da das Filmen hier nur mit aufwendiger Genehmigung der Bayerischen Schlösserverwaltung möglich ist. Darum gibt es nur ein paar Ausblicke von der Burg. Die Burg und die Burgweihnacht können wir aber auf jeden Fall empfehlen. Ein toller Weihnachtsmarkt auf einer beeindruckenden mittelalterlichen Festung. Christmas, a time for me. Nach der Burgweihnacht ging es für uns noch weiter zur nur etwa 15 Kilometer von Burghausen entfernten Waldweihnacht Halsbach. Ein wunderschöner, mitten im Wald gelegener Weihnachtsmarkt, der gerade in den Abendstunden bei eingeschalteter Beleuchtung ein absolutes Highlight ist. Mit diesen Videos und Bildern verabschieden wir uns für dieses Jahr von euch. Wir machen nun eine kurze Weihnachtspause und das nächste Video erscheint am 5. Januar. Wir bedanken uns fürs Zuschauen, für eure Likes, Kommentare und Abos. Auch nächstes Jahr gibt es wieder tolle Wanderungen und auch eine große Reise steht von Ende April bis Mitte Mai wieder auf dem Programm. Wo es hingeht, wird allerdings noch nicht verraten. Lasst euch überraschen. Auch einige Kurztrips sind schon in der Planung. Darum sagen wir wie immer, dranbleiben lohnt sich. Wir wünschen euch nun schöne Weihnachten und kommt gut rein ins neue Jahr. Servus und macht's gut! Bis zum nächsten Video.